Wer kein Klartext sprechen kann, kann auch nichts klären. Go for it! Herzlich willkommen beim Lean Espresso Nummer 10. Cheers! Ein kleines Jubiläum. Und zwar folgende Situation. Du bist irgendwo in einem Projekt, in deinem Team, however, und irgendwie merkst du, hier ist kein Klartext. Ja, also die Leute sprechen nicht offen miteinander, es sind nicht alle Informationen gesagt, irgendwo schwellen stille Konflikte, aber es bleibt alles so unterm Teppich. Ja, so, und was passiert dann? Dann läufst du in ein richtiges Problem rein in dieser Situation. Und zwar, ich nehme mal folgendes Beispiel, kleine mathematische Funktion, bin ja Ingenieur, ja, wird aber nur ganz kurz abstrakt. Variablen rein, Ergebnisse raus. Ich möchte ein bestimmtes Ergebnis, brauche ich bestimmte Variablen, die da halt reingehen. So, sind es zu wenig Variablen, Mist, Ergebnis. Habe ich die falschen Variablen, Mist, Ergebnis. Das heißt also, habe ich die falschen Variablen oder zu wenig davon, also ich rede mal keinen richtigen Klartext für diese Funktion, dann habe ich am Ende Mist. Ja? So, und nun setzen wir mal diesem, wie gesagt, ich habe versprochen, es wird kurz abstrakt, ja? diese Funktion mal durch Meeting, Workshop, Kundenabstimmung, Mist rein, Mist raus. Und habe ich ein Projekt oder eine Produktentwicklung oder eine Laufzeit, ja, und ich habe vieles von diesen kleinen Einheiten, dann erzeugt das irgendwann mal einen riesengroßen Berg. Und das wollen wir vermeiden. Und wie du es vermeiden kannst, darauf komme ich jetzt. Woran liegt das also, dass Leute zu wenig Klartext sprechen, um was zu klären? Und das liegt darin begründet, dass wir vier psychologische Grundbedürfnisse haben, wovon wir uns gerade eins anschauen. Das ist die psychologische und soziale Bindung in eine Gruppe an andere Menschen. Ja? So, und dann passieren nämlich folgende Sachen. Nämlich die Schere im Kopf, die meinen Klartext unterbindet, die hat zwei Annahmen. Annahme Nummer 1 ist, wenn ich das sage, könnte es XY nicht passen, weil ich denke, er hat eine andere Meinung dazu. Ja? So, dann Annahme Nummer 2, wenn er anderer Meinung ist und ich es sage, dann nimmt er es mir krumm, meine soziale Bindung wird schwächer. So, das ist der Grund, das muss man verstehen, ja, warum Leute nicht so oft Klartext sprechen, wie sie es wollen. Vielleicht hat der ein oder andere einen Chef, da ist so eine Schere zum Beispiel ganz oft im Gang. Das nur so als kleiner Hinweis. So. Aber das möchte ich ja nicht haben, ja? Weil ich möchte ja gute Informationen und Ergebnisse haben, also was klären, damit ich ein klares Ergebnis habe an der Stelle und ein gutes Produkt und ein erfolgreiches Projekt. Und fangen wir einmal mit uns selber an. Ja? Man soll ja immer mit sich selber anfangen, habe ich gelernt. Ja? Wie kann ich das machen? Ja, selber offen, ja, reden darüber, was ich denke, ja, was ich fühle und was ich für Bedürfnisse habe. Und das auf eine Art und Weise, dass ich davon sage, ich nehme an, ich fühle, ich brauche dafür, um das zu erreichen, das. Ja, da sind wir so ein bisschen bei der gewaltfreien Kommunikation. Da möchte ich jetzt aber nicht zu tief eingehen. Das mache ich mal in einem späteren Video, in einem späteren Lean Espresso. Aber halt es so adressieren, dass du halt dein Gegenüber immer mit Respekt beachtest. Ja? Und wenn du diesem mit Respekt begegnest und mit Freundlichkeit, aber halt auch mit Klartext, wirst du halt auch zurück einen viel größeren Respekt bekommen. Also es wird gerade das, wovor du Angst hast, gerade dieses stärken, ja, wenn du halt auch Klartext auf diese Art und Weise sprichst. Bist du PO, PL, Facilitator und du bist in einem Meeting, Workshop, den du gerade moderierst, es ist zu ruhig, Warnglocken bei dir an, ja. Wenn das passiert, zu viel Gleichklang in zu vielen Meetings hintereinander, das ist nicht so normal, wenn Menschen sich über Meinung einig austauschen sollten und du in deinem Umfeld bist, wo das passieren sollte. Hier nachfragen, nachhaken und einen Raum für diese soziale Sicherheit, ja, da sind wir wieder bei dem Grundbedürfnis, schaffen, dass jedes Feedback, jede Meinung, jeder Austausch für sich okay ist. Ob der dann fachlich, sage ich jetzt mal, nachher umgesetzt wird, ist eine andere Geschichte. Aber es ist für einen Diskurs wichtig, dass er offen ist. Und diesen Raum erstellst du. Ja? Und moderierst dann durch, ermutigst die, sage ich jetzt mal, etwas stiller sind und zügelst manchmal die, sage ich jetzt mal, über die Gruppe fahren und diesen Freisprech von allen und den Klartext von allen unterbinden.
Ja, das ist nicht immer einfach, ja, aber hier an dieser Stelle bist du ja auch als Profimoderator dann gefragt, dieses aktiv in den Griff zu nehmen. Danke, dass du bei diesem Lean Espresso mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, es war etwas für dich mit dabei. Wenn ja und es dir gefallen hat, hinterlass gerne ein Like oder wir sehen uns in den Kommentaren. Wenn du Fragen zum Thema Klartext und Projektleitung hast, frag mich immer jederzeit gerne in den Kommentaren unten oder funk mich direkt hier über LinkedIn an und ich antworte dir bestimmt. Bis dahin, bis zum nächsten Lean Espresso wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Salut!